willkommen beim Motor Power Passion, der Sonntagstreff hier bei Mercedes-Benz in München. Draußen auf dem Vorplatz trudeln schon die ersten Oldtimer ein, die wir uns jetzt mal genauer angucken. Unter dem Motto Motor Power Passion fand in München bei Mercedes-Benz der erste automobile Sonntagstreff 2016 statt. Schnell füllte sich der Platz vor der Niederlassung. Liebhaber von klassischen Roadstern, Limousinen und Sportwagen bestaunten in langen Reihen die Automobile. Oldtimer-Treff bei Mercedes, wie finden Sie das? Ich finde das super, vor allen Dingen, das ist heute das allererste Mal und da dachte ich mir, fahre ich gleich mal her, um einfach mal das Feeling zu sehen, die schönen alten Autos, so ein tolles Wetter heute, Ich denke, das wird ein guter Start. Sie haben ja einen tollen Oldtimer, was hat Sie dazu bewogen, sich einen zu kaufen? Das ist lange, lange her, den habe ich 1990 schon gekauft, ich habe den seit 26 Jahren und damals so als junger Mann dieses, ich mache mal aus was Altem wieder was Neues. Stellt sich ein bisschen schwieriger raus, als man sich das vorstellt, dass man ein bisschen poliert und dann ist die Kiste wieder in Ordnung. Viele Oldtimer sind ja auch restauriert. Wie sieht das bei Ihrem aus? Der ist neu. Wie neu. Nichts gemacht, Polster mit Patina. Es ist nichts geschweißt an dem Fahrzeug, ist so, wie er aus dem Werk gekommen ist. Okay, das ist heutzutage sehr selten, oder? Ja, mit Ausnahme des Verdeckes. Das Stoffverdeck ist mal erneuert worden vor 5 Jahren, aber das lässt sich einfach nicht vermeiden. Aber ansonsten ist der Wagen so, wie er damals das Werk verlassen hat. Da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Wer selbst mit dem Oldtimer kam, wurde mit einer kleinen, feinen Stärkung belohnt. Neben den wunderbaren Klassikern mit Stern konnte man auch Raritäten anderer Marken bewundern. Ein besonderer Augenschmaus war ein Cheetah, der überhaupt nur 32 Mal weltweit gebaut wurde. Sie sind ja heute mit einem ganz besonderen Auto da. Das ist ein Cheetah GT. Das heißt, ein Amerikaner in den 60er Jahren, der hat gesagt, ich baue mir ein Auto, der die Cobra zum Frühstück frisst. Und dann hat er 16 Autos gebaut gehabt, dann ist die Firma abgebrannt und aus den restlichen Teilen haben sie dann nochmal 16 Stück gebaut. Und das ist einer Nummer 29 von 32 gebauten. Und seit wann haben Sie das Auto? Das habe ich seit einem guten Jahr, aber ich muss sagen, ich habe jahrelang gesucht. Okay. Und was hat sich letztlich dazu oder Sie dazu bewogen, das Auto wirklich zu kaufen? Weil das mein Jugendtraum ist. Ich habe in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, habe ich Autos gezeichnet und habe dann einen entworfen, der ziemlich ähnlich diesem Auto ist. Und umso verblüffter war ich, als wo mir ein Onkel dann mal gezeigt hat, ein Foto vom Cheetah. Da habe ich gesagt, Mensch, das Kind, das ist ja eigentlich das, was ich selber entworfen habe. Und deswegen habe ich eine besondere Beziehung dazu. Jetzt sitzen wir hier in diesem tollen Wagen. Erinnere ich Sie jetzt an wen? Oberlippenbart, Fukuhila-Frisur, Manta Manta? Nein, ganz falsch. Vielleicht noch ein Hawaii-Hemd? Magnum. Absolut richtig. Sehr gut. Was ist das? War jetzt auch nicht so schwer, muss ich sagen. Genau, passt genau zum Auto, oder? Ganz genau, so ist es. Rot, innen beige, 1:1 genau wie das Original. Sie sind ja heute mit dem absoluten Cold-Oldtimer hier. Erzähl doch mal was darüber. Ja, ich habe schon seit Jugendlicher vom 308er geträumt, nicht wegen Magnum, es war noch vor der Magnum-Zeit und irgendwann habe ich angefangen drauf zu sparen und mir einen gekauft. Okay. Ja, bei mir war es eigentlich eher so ein Zufallskauf, muss ich sagen. Also ich bin natürlich immer mal auf Oldtimer-Veranstaltungen und dann habe ich irgendwann den 308er gesehen und gedacht, ich bin eigentlich viel zu groß, passt gar nicht rein in das Auto. Aber passt alles, super Auto, macht Spaß, seitdem ist er ein absoluter Traum von mir. Wie oft kommt es vor, dass Leute ein Foto mit dem Auto machen möchten? Sehr oft. Bei mir jetzt nicht so häufig, aber ist auch kein Problem. Ich glaube, schwarz ist einfach nicht ganz so auffällig wie rot. Das war der erste Sonntagstreff in diesem Jahr. Wir sehen uns wieder am 12. Juni, nicht nur bei schönem Wetter so wie heute, sondern bei jedem Wind und Wetter.